das wollte ich auch schon mal, das ist kein Innovation, also man möchte für seine Freunde das, was man selbst nie erreicht. Es tut mir leid, meine Damen und Herren, dass Sie jetzt natürlich fest vortragen, das kann nicht kurz sein, Sie müssen jetzt schon, bevor Sie was zum Abendessen kriegen, den Festvortrag für sich ergehen lassen. Vielleicht ist ein Grund, dass ich geeignet bin, diesen Festvortrag zu halten, so zu beschreiben, dass vor viel mehr als 30 Jahren und als ein sehr junger Professor ich Gelegenheit hatte, die Gründung des ersten geisteswissenschaftlichen Graduiertenkollegs, sondern Sonderforschungsbereichs mitzuerleben. An der Ruhr Universität Bochum. Ich war sogar in sehr untergeordneter Position an dieser Gründung beteiligt. In einigen zentralen Aspekten kann man sich den Kontrast zwischen dem damals eigenartig etatistischen und eigenartig hierarchischen Plan des Ministeriums mit dem scharfen Konkurrenzkampf zwischen den deutschen Universitäten heute nicht drastischer und möchte ich hinzufügen, auch gar nicht komischer vorstellen. Damals kam die Initiative selbstverständlich vom Staat. Die deutsche Forschungsgemeinschaft sei an der Ruhr-Universität Bochum herangetreten mit dem Vorschlag, den ersten geisteswissenschaftlichen Sonderforschungsbereich in Bochum zu gründen. Es sei natürlich ein Experiment, sagte voller Stolz der Bochumer Rektor Ibsen. Zweitens fügte er sofort hinzu, die Ruhr-Universität Bochum fühle sich enorm geehrt. Und dann kam es zu einer Interpretation, warum denn ausgerechnet Bochum, das ist ja sehr typisch für Bochum, dass Bochum nie überzeugt sein kann, gut zu sein. Deswegen sind sie ja auch in der Exzellenz, im Exzellenz-Ranking sozusagen auf Nummer 10, typisch Bochum. Oder wenn sie 9. gewesen wären, statt Konstanz, meiner Alma Mater, wären sie bedient worden, Bochum wird immer 10. Oder in der Bundesliga steigt Bochum immer ab, im Gegensatz zum FC, fast immer. Manchmal bin ich auch wieder auf. Also jedenfalls hat er sich gewundert, dass Bochum den Zuschlag bekommen hat und die Interpretation war sehr bescheiden. Man sagte, das müsse wohl daran liegen, dass Bochum die erste Universitätsgründung nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen sei. Und jedenfalls gäbe es keine Möglichkeit, fügte der Rektor hinzu, die DFG zu enttäuschen. Das würde die hohen Herren von der Deutschen Forschungsgemeinschaft sehr verärgern. Das muss ja absolut vermieden werden. Was drittens die Auswahl des Themas damals anging, so gab es keinen Druck der Innovation, sondern ich würde sagen, das Thema, was wir dann wählten, war das Thema, was am meisten vorauszusehen war. Wissen und Gesellschaft im 19. Jahrhundert. Denn das waren die späten 70er Jahre, als man unter dem Eindruck des Buchs von Berger und Gluckmann, Soziale Konstruktion der Wirklichkeit, überall soziale Konstruktionen entdeckte, deswegen Wissenssoziologie, Wissen und Gesellschaft im 19. Jahrhundert, etwas anderes konnte man gar nicht denken. Und dann weiß man ja zweitens, dass das vorausgehende Jahrhundert, also im 20. Jahrhundert, das 19. Jahrhundert, immer das Lieblingsjahrhundert der Historiker ist. Also es konnte gar nichts anderes sein als Wissen und Gesellschaft im 19. Jahrhundert. So war das damals. Und im Kontrast, wie sieht es heute aus? Erstens müssen ja heute die deutschen Universitäten wahrhaft nicht durch einen Kuss der deutschen Forschungsgemeinschaft aus einem Dornröschenschlaf geweckt werden. Sie sind heute schon immer in einer langfristigen und permanenten Konkurrenzsituation agitiert. Manchmal habe ich den Eindruck, dass das Versprechen von Trotzki der permanenten Revolution durch die deutschen Bundes- und Landesministerien in der permanenten Reform der deutschen Universität bis zum bitteren Ende seine finale Realisierung gefunden hat. Also man ist schon immer agitiert, man ist heute schon immer in einer Konkurrenzsituation. Also als Kalifornier vom der pazifischen Weite ist man sofort immer ganz nervös, wenn man nach Deutschland kommt. Ich wohne in diesem Jahr als Siemens-Fellow in der Amalienstraße und kann fast gar nicht zum Schlaf finden, weil man so nah bei der LMU oder der Exzellenzuniversität beständig agitiert. Zweitens, die staatlichen Instanzen von heute sind nicht mehr wie 1979 verärgert, wenn irgendeine Universität je beschlossen hat, an irgendeinem Wettbewerb nicht teilzunehmen. Aber heute nehmen alle Universitäten beständig an allen Wettbewerben teil. Was schließlich drittens die Wahl des Themas angeht, ist das heute auch ganz anders als 1978, 1979. Heute hat man ja in Deutschland oft den Eindruck, dass der Markt an interessanten Themen und auch der Markt an interessanten Fellows leergefegt ist, weil so viel Geld in die Geisteswissenschaften
in Deutschland gepumpt worden ist. Ich möchte Ihnen zwei Münchner Eindrücke hier nochmal wiedergeben. Einmal in einem Gespräch mit der Münchner Magnifizenz sagte man mir schon vor dem Gespräch, also Magnifizenz sei sehr melancholisch, ein Morphomata-Kandidat. Und er sagte, warum? Das war die erste Exzellenz-Uni. Ja, sagte mir Magnifizenz. Aber Sie wissen ja, wenn man in der ersten Runde erfolgreich war, dann ist das Scheitern in der zweiten Runde besonders gefährlich. Ja? Also man kann sozusagen, würde ich aus der Perspektive der Ministerien sagen, den Magnifizenzen nie recht machen. Und dann habe ich neulich Spektabilität mit einem Ihrer Münchner Kollegen geredet und er sagte, wissen Sie, wir haben jetzt so viel Geld für Forschung über die frühe Neuzeit, hätten Sie ein Thema für uns? Und da hat man ja den Eindruck, dass früher, so als ich jung war, da haben die Geisteswissenschaftler über Themen geforscht, an denen sie leidenschaftlich interessiert waren, obwohl außerhalb der Universität niemand an diesen Themen interessiert war. Das Zweite ist heute noch der Fall, niemand ist an unseren Themen interessiert, aber manchmal hat man heute den Eindruck, dass die Wissenschaftler über Themen forschen, damit sie das Geld ausgeben können, an die sie nicht mal selbst interessiert sind. In einer Hinsicht allerdings hat sich seit den späten 70er Jahren in Deutschland nichts verändert. Es handelt sich weiter um einen von dem Staat ausgelobten Wettbewerb zwischen staatlichen Universitäten, andere Universitäten dürfen nicht teilnehmen, um staatliche Gelder, um deren Vergabe dann der Staat entscheidet. Das ist auch irgendwie etwas tautologisch. Und in noch einer Hinsicht hat man, Sie hätten jetzt lachen dürfen, auch in Gegenwart von Vertretern des Ministeriums, in noch einer anderen Hinsicht wird eine deutsche Tradition dadurch gewahrt, dass man eine Frage nicht stellt, die ein Problematisierungspotenzial hätte. Nämlich die Frage, und ich habe wirklich keine Antwort auf diese Frage, ob es eigentlich den Geisteswissenschaften gut tut, in Analogie zu den Naturwissenschaften, denen das gewiss gut tut, Verbundforschung zu betreiben. Ich denke, das ist eine Sache, über die man hier in Köln reflektieren sollte. Ich würde ja als Amerikaner weitergehen und zu sagen, man könnte sich auch die Frage stellen, ob es in Analogie zu den Naturwissenschaften, den Geisteswissenschaften gut tut, von Forschung zu reden. Denn was man in den Geisteswissenschaften Forschung nennt, hat mit Forschung und Naturwissenschaften herzlich wenig zu tun. Ja, vielleicht sogar, und da greift man dann ans Eingemachte in Deutschland, ob es den Geisteswissenschaften gut tut, sich nur in der deutschen Tradition, der russischen Tradition Wissenschaften zu nennen und sich dadurch in einen Analogiedruck mit den Naturwissenschaften zu setzen. Aber meine Damen und Herren, ich weiß, dass Sie mich ja nicht eingeladen haben, damit ich Ihnen heute den Eröffnungs- und Feier-Abend verderbe. Ich weiß, man hat das in Deutschland sehr gerne, wenn Festredner kritisch sind. Ich schreibe das dann manchmal mit zwei T, als käme ich aus der ehemaligen DDR. Aber zu viel Kritik kann heute Abend nicht angebracht sein. Statt Ihnen also weiterhin den Abend zu verderben, möchte ich im Ernst und in der Zeit, die mir verbleibt, die Frage stellen und im Ernst stellen, ob das Thema, was Sie für dieses internationale Forschungsprojekt gewählt haben, Morphomata, Genese, Dynamik und Medialität kultureller Figurationen, heute cutting edge ist. Ob dieses Thema das Potenzial hat, Sie über 6 Jahre und vielleicht länger zu faszinieren und zu unterhalten. Denn das scheint mir eine der wesentlichen Gefahren geisteswissenschaftlicher Verbundforschung zu sein. Das ist zum Beispiel, kann man heute vielleicht berichten, dem Bochumer Sonderforschungsbereich damals passiert, dass nach einer gewissen Zeit sich niemand mehr für das Thema interessiert. Aber muss man sofort fragen, ist es denn nicht illegitim, oberflächlich und mithin typisch amerikanisch nach dem KDF zu fragen? Liegt darin nicht eine Aufweichung der Assoziation zwischen Wissenschaft und Wahrheit, eine Aufweichung, der man nicht nachgeben sollte? Das nimmt mich auf diese ernsthafte Frage, soll man denn nach dem Cutting Edge fragen, das ist jetzt in einem Festakt eben die Eigenheit, das zu tun, 3 ernsthafte Antworten geben. Ich denke erstens, dass in der Frage nach dem Cutting Edge keine historische Relativierung des Wahrheitsanspruchs liegt, der uns ja heute wieder mehr fasziniert als noch vor 10 oder gar 15 Jahren. Die Frage nach dem Cutting Edge aktiviert nur die unbeschreibbare Voraussetzung, dass nicht alle Wahrheiten in jeder Gegenwart dieselbe Priorität haben. Und die Frage nach dem Cutting Edge ist keine Frage, die den Wahrheitsbegriff problematisiert, sondern die nach Prioritäten des Bedürfnisses nach bestimmten Wahrheiten fragt.
Zweitens meine ich, dass es unter dieser Voraussetzung, also es gibt eine Priorität von Wahlrechten, die sind nicht alle in jeder Gegenwart gleich prioritär. Zweitens glaube ich, dass unter dieser Voraussetzung es nicht nur eine Möglichkeit, sondern eine moralische und politische Verpflichtung wäre, es die staatliche Gelder ausgeben, sie geben staatliche Gelder aus Steuergelder, sich zu fragen, ob die Forschung, die Sie betreiben, das Potenzial hat, auf prioritäre Fragen und Wahrheitsbedürfnisse der Gegenwart in dieser Situation zu antworten. Zu welchen Ergebnissen müssen wir kommen? Und ich glaube, diese Frage muss immer gestellt werden können. Drittens und schließlich möchte ich behaupten, dass die Identifikation dessen, was hinter dem Gefühl eines Cutting Edge steckt, die Frage also, was sind Prioritäten unserer Gegenwart, dass diese symptomatologische Frage und die Produktion von Antworten auf diese Frage immer und im Gegensatz zu den Naturwissenschaften zu den zentralen laufenden Aufgaben der Geisteswissenschaft gehört. Ich glaube, der Versuch sozusagen immer in Bezug auf die eigene intellektuelle Gegenwart produktiv reflexiv zu sein, gehört zu den meisten vernachlässigten Aufgaben der Geisteswissenschaft. Also noch einmal. Das für heute Abend selbstgestellte, selbstgewählte Thema und Aufgabe ist und bleibt und ganz im Ernst die Frage, ob im Dezember, im frühen Dezember 2009, wir dem Thema der Landes Cutting Edge zukommt. Nun muss man aber doch zugeben, dass ich ja wohl im Ernst, trotz Honorar und Ehre, die Einladung für heute Abend nicht hätte annehmen dürfen, wenn ich überzeugt wäre, dass sie mit dem Thema schief liegen. Das tue ich tatsächlich nicht. Ich bin tatsächlich überzeugt, dass sich hinter dem Thema Morphomata eine starke Intuition verbirgt, die, das will ich auch hinzufügen, vielleicht noch prägnanter herausgearbeitet werden kann. Aber wie kann ich dann, wenn ich tatsächlich glaube und im Ernst glaube, und glauben Sie mir bitte, dass ich das glaube, wenn ich im Ernst glaube, dass Sie ein gutes Thema haben, wie kann ich dann die Peinlichkeit vermeiden, das Thema heute Abend, nachdem wir schon eine Stunde darüber geredet haben, noch einmal zu erfinden und das Mittelmeer oder den Rhein in Köln zu entdecken? Wie kann ich die Peinlichkeit vermeiden, Ihnen Noten zu geben und zu sagen, das habt ihr aber gut gemacht, Herr Buschow und Günther Blamberg? Ich denke, die einzige Möglichkeit, das ohne große Peinlichkeit zu tun, vielleicht lässt sich die Peinlichkeit nicht ganz vermeiden, liegt darin, dass ich auf zwei Ebenen Distanz nehme. Und zwar auf historischer Ebene und auf epistemologischer Ebene. Beide Adjektive kommen ja in meinem Titel vor. Ich werde also, was die historische Ebene angeht, ganz bewusst einen enorm langen historischen Anlauf nehmen, um zu argumentieren und zu beweisen, so gut ich das kann, dass tatsächlich Morphomata in der heutigen Gegenwart ein Cutting Edge Thema ist. Und ich werde diesen Anlauf benutzen, um Ihnen sozusagen als Bonus eines Festvortrags eine kurze Geschichte aus einer spezifischen Perspektive der Geisteswissenschaften heute Abend anzubieten. Zum Zweiten werde ich, was schwieriger ist, auf der epistemologischen Ebene versuchen, so gut ich kann, von einer Perspektive außerhalb der Geisteswissenschaft über Besonderheiten der Geisteswissenschaften heute Abend zu sprechen, so gut ich kann. Diese beiden Perspektiven auf das Thema, die historische und die epistemologische, möchte ich in 7 Schritten entfalten. Jetzt kriegen Sie keinen Schreck, so lange dauert es dann auch wieder nicht. Aber so kurz darf es ja heute Abend auch nicht sein, sonst kommen Sie zu schnell zum Essen. Also, die 7 Schritte sind, das ist jetzt sozusagen das Menü, wenn Sie wollen, nicht zum Essen, sondern das Menü, das Menü, die Gliederung meines Vortrags. Ich werde mich im ersten Schritt fragen, was ist epistemologisch gesehen spezifisch an der Konzeption Morphomata und so weiter, Titel. Also auf Englisch würde man sagen, what makes the difference of this topic, or can it make the difference, im positiven Sinn. Ich werde dann zweitens kurz vorstellen und entwickeln eine Unterscheidung, mit der ich seit einigen Jahren arbeite, die in diese Identifikation der Difference des Themas eingehen wird, und das ist die Unterscheidung zwischen Sinn und Präsenz, zwischen Sinnkulturen und Präsenzkulturen und in Andeutung kommentieren, wie sich diese Differenz historisch artikuliert hat.
Teile 3 bis 6 sind dann tatsächlich ein historischer Diskurs, eine historische Narration. Ich beginne mit der frühen Neuzeit, spezifisch mit der Reformation, um den Durchbruch der Sinndimension, der Sinnkultur zur Dominanz zu beschreiben. Und ich denke, dass im vierten Teil die Frage nach der ersten Krise und Intensitätssteigerung dieser Dominanz der Sinndimension zu verorten ist in dem, was man seit Prosenek in Deutschland Sattelzeit nennt, 1780 bis 1830. Ich assoziiere diese Zeit, dann werde ich Ihnen das genauer beschreiben, mit der Emergenz des Beobachters Zweiter Ordnung und glaube, dass aus diesem Ereignis der Emergenz des Beobachters Zweiter Ordnung sich die intellektuelle Agenda, die intellektuellen Aufgabenstellungen für die Geisteswissenschaften bis heute ergeben haben. Die Frage ist dann in Teil 5, wie die Provokationen, wie die Fragen, die aus der Emergenz des Beobachters Zweiter Ordnung entstanden sind, im 19. und 20. Jahrhundert soweit möglich gelöst worden sind. Das wäre die Geschichte der Geisteswissenschaften, auch die Geschichte der Genese der Geisteswissenschaften. Und in Teil 6, dem vorletzten Teil meines Vortrags und im letzten Teil der historischen Erzählung, wenn Sie wollen, gehe ich auf die Gegenwart ein und werde behaupten, dass eine zentrale Lösung der Probleme, die aus der Emergenz des Beobachters Zweiter Ordnung entstanden waren, nämlich jenes Syndrom, das wir Historismus nennen, und das fundamental ist für die Geisteswissenschaften, eigentlich seit dem dritten Viertel des 20. Jahrhunderts kollabiert ist. Dass wir uns möglicherweise heute, obwohl wir weiterhin einer gewissen intellektuellen Trägheit, nicht nur in Deutschland, die Konzeption des Historismus weiter reproduzieren in einer posthistoristischen und möglicherweise in einer postgeisteswissenschaftlichen Situation befinden. Und ich werde damit enden, dass eine Schlussreflexion sich an dieses historische Narrativ anschließt, über die Frage zu reflektieren, was in dieser spezifischen, möglicherweise posthistoristischen und postgeisteswissenschaftlichen Situation die Aufgabe der Geisteswissenschaften generell und die Aufgabe Ihres Kollegs Morphomata im Speziellen sein könnte. Das hat jetzt vielleicht gefährlicher geklungen, als es sein wird. Ich denke, ich habe jetzt etwa eine Viertelstunde geredet und Festreden müssen ja immer etwas länger sein. Also vielleicht werde ich noch 45 Minuten reden. An dieser Stelle mache ich oft den Witz, aber es ist gar kein Witz, das wird von Ihnen abhängen. Diese Sehnerede von Notizen, das tue ich immer. Und wenn Sie weiterhin so ernst blicken, mich anblicken wie bisher, dann wird mir das auf die Zeit peinlich und wird schnell reden. Dann ist es bald hinweg. Wenn Sie aber wie jetzt freundlich lachen und mich anschauen wollen, sei das sehr interessant, wird es etwas länger dauern. Ob lang oder kurz, die Verantwortung wird immer bei Ihnen liegen. Ich möchte zweitens sagen, dass ich mir des Problems bewusst bin, dass ich auf der einen Seite vielleicht für die Kollegen unter Ihnen zum Teil zu explizit sein werde und zum anderen Teil für diejenigen, die sich nicht als Forscher an den Geisteswissenschaften beteiligen, manchmal zu kurz und zu sehr in Abkürzungen reden. Ich denke, das ist ein Problem, was sich nicht lösen lässt. Und lassen Sie mich drittens und letztens sagen, dass ich ja gesagt habe, wir mögen uns heute in einer posthistoristischen Situation befinden und ich Ihnen trotzdem eine historische Erzählung anbiete. Liegt darin ein Widerspruch? Ich denke insofern nicht, als ich nicht beanspruche, dass meine historistische Erzählung oder meine Erzählung einen hegelianischen Anspruch hat, dass man notwendigerweise so erzählen muss. Ich bitte Sie also, die Form der Erzählung in Teilen 3 bis 6 meines Vortrags einfach als eine rhetorische Form anzusehen, wenn Sie wollen, als ein Morphom, anhalt derer man die Probleme der Geisteswissenschaften sich begegnen wird. Erste Frage: Was ist epistemologisch gesehen spezifisch an dem Thema Morphomata, Genese, Dynamik, Medialität, kultureller Föderation? Vielleicht dachte ich mir, sage ich zunächst, was nicht spezifisch ist, aus einer Perspektive von außerhalb Ihres Landes. Ich denke, es ist überhaupt nicht spezifisch für Deutschland heute und die Geisteswissenschaften in Deutschland heute, dass absolut das Wort Medialität im Untertitel auftauchen muss. Es geht ja heute in Deutschland absolut nichts mehr ohne Medialität. Und vielleicht ist Ihnen entgangen, dass das nur in Deutschland so ist. Nicht? Ich werde immer gefragt, was macht ihr denn in den Vereinigten Staaten mit den Medienwissenschaften? Die gibt es nicht. Also die Medienwissenschaften sind zentral in Weimar, das ist sehr eigenartig.
wo es ja wirklich eine medienwissenschaftliche Fakultät gibt. Und ansonsten ein deutscher Sonderfall. Und nach 25 Jahren Medienwissenschaften, und ich klopfe mir an die Brust als ehemaliger Ministrant und sage, dass ich das mit zu verantworten habe in Deutschland, zum Beispiel mit dem Band Materialität der Kommunikation, sollte man sich vielleicht immer fragen, warum man sich immer auf die Medienwissenschaften beruft, was eigentlich die großen Leistungen der Medienwissenschaften sind. Ob das nicht vielleicht ein Versprechen ist, an dem man deshalb festhalten muss, weil das Versprechen nicht eingelöst worden ist. Zweitens ist auch nicht spezifisch für die Geisteswissenschaften in Deutschland heute, aber das ist eher ein internationaler Habitus, dass das Prädikat in der Begriff Kultur in ihrer Themenbeschreibung, in ihrem Titel auftauchen muss. Dagegen ist nichts einzuwenden, außer vielleicht der problematischen Perspektive einer allgemeinen Kompetenzforderung. In dem Moment, wo die Geisteswissenschaften sich plötzlich Kulturwissenschaften nannten, schien man ja die Schlussfolgerung zu ziehen, dass Leute wie die Star kompetent nur über Literatur reden konnten, plötzlich auch kompetent über Film, Oper, Musik, Symphonie, Malerei und so weiter reden konnten. Und das scheint mir, obwohl ich das ganz besonders tue, doch problematisch zu sein. Aber was ist, wenn diese beiden Aspekte nicht spezifisch sind, an ihrem Thema spezifisch? Ich habe erstens den Eindruck, dass Figuration Form letztlich verweist, dieses Prädikat letztlich verweist, und das habe ich ja schon im Titel implizit behauptet, auf verkörperte Form, auf materialisierte Form. Wenn man sich fragt, wie kann man heute den Formbegriff unspezifisch, also nicht notwendigerweise verkörpert oder materialisiert, formulieren, so bietet sich ein Vorschlag von Niklas Luhmann an, der sagt, Form sei die Gleichzeitigkeit von Selbstreferenz und Fremdreferenz. Also ein Kreis, also eine Form verweist immer auf sich selbst und auf das, was außerhalb seiner selbst liegt. Aber das bedeutet dann auch, dass wie bei Luhmann und heute in Deutschland eigentlich generell der Formbegriff für jede Unterscheidung zutrifft. Das ist Spencer Brown zum Beispiel, das ist Luhmann. Niemand hat ja Spencer Brown eigentlich gelesen, außer Luhmann. Ich habe es aufgegeben nach 5 Seiten. Deswegen gibt es ja an soziologischen Fakultäten das Spencer Brown-Spezialisten. Man weiß, einer hat es gelesen. Also jedenfalls gibt es diese falsche Haken von Spencer Brown, dann kann man sagen, jeder Begriff ist eine Form. Und finde das ganz toll. Aber eigentlich denke ich, dass der Formbegriff, den Sie im Visier haben, ein anderer Formbegriff ist. Ich glaube, dass es Ihnen um materialisierte, um verkörperte Form geht. Ich glaube, dass es Ihnen um einen Formbegriff geht, der eher anschließbar ist an die aristotelische Epistemologie. Warum glaube ich das? Weil sie erstens eben mehrfach auf Medialität insistieren. Und was sollte Medialität anders bedeuten, als dass es sich um einen substanziellen Formbegriff handelt? Und zweitens, weil sie immer wieder von der Wahrnehmbarkeit der Morphomata reden. Und Wahrnehmbarkeit im phänomenologischen Sinn kann es eigentlich für nur Abstraktes, für Begriffe zum Beispiel nicht geben. Also Prädikate sind wahrnehmbar, geschrieben oder gesprochen. Aber Begriffe sind in diesem Sinn nicht wahrnehmbar. Und wenn Sie sagen, die Morphomata sollen wahrnehmbar sein, dann muss es sich eigentlich um einen substanziellen, materiellen, verkörperten Formbegriff handeln. Das bedeutet, und das habe ich noch nicht gelesen, aber vielleicht können Sie das diskutieren, dass anstelle der in den Geisteswissenschaften bis heute zentralen Unterscheidung zwischen die Saussure formulierte Signifiant und Signifié, zwischen Bedeutungsträger und Bedeutung, die für die zentrale Unterscheidung eigentlich die aristotelische sein müsste. Nämlich die zwischen Form und Substanz. Das wäre die eine Erkenntnis. Dass ich denke, die bewegen sich mit dem Formbegriff, und ich finde das selber sehr faszinierend, in einer epistemologisch gesehen oder typologisch beschrieben aristotelischen Tradition. Die zweite Besonderheit liegt darin, und auch das ist im Kontext der Geisteswissenschaften heute überraschen, und das haben Sie beide hervorgehoben heute, dass Sie gerade nicht insistieren auf die Perspektive der Transformation oder der Metamorphose, sondern auf Morphome als langfristig Konstante. Dass Sie sich zwar interessieren für die Emergenz, die Institutionalisierung, für das Verblassen, aber doch mit einer Insistenz auf der Nachhaltigkeit. Dass Sie sich nicht nur interessieren für Funktions- und Bedeutungswandel, sondern für die Akkumulation, die Gleichzeitigkeit, die angewachsene Simultanität von Bedeutung und Funktion.
Also in diesen beiden Hinsichten, einmal nicht nur Formbegriff, sondern materialisierter, verkörperter, aristotelischer Formbegriff. Und zweitens, Wechsel des Akzents von Metamorphose und Transformation auf Nachhaltigkeit. In diesen beiden Perspektiven scheint mir die Differenz zu liegen, die dieses Forschungskolleg aus epistemologischer Perspektive vielversprechend und faszinierend macht. Zweiter Punkt, das nämlich kurz kommentieren, die jetzt schon angewendete und hier mitschwingende epistemologische Unterscheidung zwischen Sinnkultur und Präsenzkultur. Wenn ich zum Beispiel, wie man das typologisch ohne historische Schärfe tut, zwischen platonischem und aristotelischem unterscheide, und ich denke, der kompetenteste Spezialist heute ist ein deutscher Geisteswissenschaftler, der Altphilologe Arbogast Schmidt aus Marburg, der international, denke ich, schärfer wahrgenommen wird als in Deutschland. Also wenn ich diese Unterscheidung typologisch verwende, platonisch oder aristotelisch, rede ich von Sinn versus Präsenz, Sinn platonisch, Präsenz aristotelisch oder von Sinnkultur und Präsenzkultur. Die grundlegende philosophische Intuition bei dieser Unterscheidung liegt darin, dass wir uns gegenüber allen intentionalen Objekten, also gegenüber allen Wahrnehmungen, phänomenologisch formuliert, die ins Bewusstsein gelangen, immer auf zwei Ebenen verhalten müssen. Wir können nicht anders. Wir können ihnen nicht Sinn zusprechen, also der Reflex des Sinnzusprechens kann manchmal in Stocken geraten, aber wir sprechen immer Sinn zu. Und zweitens, und das neigen wir zu vergessen, können wir uns nicht in einem Präsenzverhältnis zu den intentionellen Gegenständen befinden. Ich bin immer in einer bestimmten Distanz von ihnen. Es ist mir immer möglich oder unmöglich, zum Beispiel etwas zu berühren, was ich wahrnehme. Ich bin nicht nur in einem temporalen Verhältnis. Was nun die historische Artikulation dieser Unterscheidung zwischen Sinn und Präsenz, Sinnkultur und Präsenzkultur angeht, so sind wir seit der frühen Neuzeit davon überzeugt, dass der eigentliche Akzent, die eigentliche Priorität der Sinnkultur sein muss. Dass die Sinndimension eine Priorität hat vor der Präsenzdimension. Und ich denke, das ist endgültig wissenschaftlich institutionalisiert worden durch die Begründung der Geisteswissenschaften in den 90er Jahren an der Universität Berlin. Und durch Diltals Insistenz, dass Geisteswissenschaften all jene Wissenschaften sind, deren zentrale Operation, deren Organon, Interpretation, also Sinnzuschreibung ist. Trotzdem behaupte ich, dass jede historische Kultur immer aus spezifischen Konfigurationen zwischen Sinnelementen und Präsenzelementen besteht. Also auch wenn wir die Präsenzelemente eingeklammert haben, sind die Präsenzelemente immer da. Wie kommt es also dazu, dass wir bis heute in den Geisteswissenschaften von jener Priorität der Sinnelemente ausgehen? Ich denke, einmal liegt es daran, dass der Beginn des Prozesses der Moderne, in dem immer noch zu befinden wir glauben, eben mit dieser Dominanz, vor allem der Theologie, der Sinndimension, ich werde darauf gleich eingehen, über die Präsenzdimension einsetzt. Da spielen auch bestimmte typologische Erinnerungen, vage Erinnerungen, historische Erinnerungen eine Rolle, zum Beispiel die Idee, dass der zentrale Durchbruch in der Geschichte der griechischen, der antiken griechischen Philosophie, der Platonismus gegenüber dem weniger sinnorientierten Vorplatonismus, Vorsokratismus gewesen sei. Aber ich glaube, und darum geht es mir, und darum könnte es vielleicht dem Forschungskolleg gehen, dass diese vermeintlich notwendige Priorität nicht wirklich eine notwendige ist. Man kann so Banales ins Feld führen, wie das Aristoteles historisch auch Plato folgt. Man kann ins Feld führen, dass im Mittelalter die realistische Philosophie, die präsenzorientierte Philosophie und Theologie auf den Nominalismus gefolgt hat. Man könnte auch auf das 20. Jahrhundert verweisen und etwa auf Heideggers Kritik am kartesianischen Weltbild. Ich denke, dass Sein und Zeit, die Konzeption von in der Welt sein, die Konzeption des Begriffs von Dasein, immer eine Kritik dieser Prädominanz des Platonismus, der Sinndimension ist. Und schließlich möchte ich in Deutschland zur Diskussion stellen, das ist ganz interessant, dass es seit einiger Zeit in den USA und auch im United Kingdom eine philosophische Bewegung gibt, die sich Radical Re-Enchantment
Also Enchantment wäre Disenchantment, Entzauberung, wäre der Begriff von Max Weber, der mit dem Prozess der Moderne verbunden wird. Und man glaubt, dass dieser Prozess sozusagen über sein vernünftiges Ziel hinausgeschossen sei, sodass ein Re-Enchantment, eine Justierung im Hinblick auf Präsenz heute notwendig wird. Ob man die dann Rational nennen würde, ist eine andere Frage. Jedenfalls, und das möchte ich doch mal sagen, assoziiere ich die beiden Perspektiven, die für mich die Differenz ihrer Forschungskonzeption ausmachen, nämlich die Nachhaltigkeit des Morphomata-Begriffs und zweitens Morphomata als verkörperte Formbegriff, mit dieser Reflexion, ob wir nicht den Präsenzelementen der Präsenzdimension eine größere Bedeutung einräumen sollten. Und damit komme ich zu meinem dritten Teil. Sie sehen, es geht doch einigermaßen schnell. Zu meinem dritten Teil und der historischen Narration und der Frage, wie es zu dieser Priorität im Detail der Sinndimension gekommen ist. Wir alle wissen, dass eine entscheidende Umstellung darin lag, in der Theologie der Reformation, denken Sie an Zwingli, Calvin und Luther, von dem Satz, das ist mein Leib, ob est in corpus meum, zu wechseln auf, das bedeutet mein Leib. Wie lässt sich das erklären? Wo die Wahrnehmung und die Erfahrung eines Subjekts entscheidend wird, und das ist ja erst seit der frühen Neuzeit der Fall, da ist der Satz, das ist mein Leib, mit Verweis auf ein Stück Brot, mit deutlichem Verweis auf ein Stück Brot, nicht mehr einlösbar. Denn was ich sehe, ist kein Leib, sondern ein Stück Brot. Deswegen muss gesagt werden, das ist ein Symbol für. Das bedeutet mein Leib. Dieser Satz jedoch, das ist mein Leib, war vollkommen plausibel und akzeptierbar im Rahmen der aristotelischen Unterscheidung zwischen Form und Substanz, wo nicht daran gedacht war, dass wenn die Substanz sich verändert, Transsubstantion, sich notwendigerweise auch die Form verändern muss. Und insofern war der Verweis im Mittelalter, in der mittelalterlichen Epistemologie, in einer aristotelischen Epistemologie auf ein Stück Brot als hoc est in dem corpus meum in keiner Weise anstößig, ist für Andreas Kappes und mich bis heute nicht anstößig. Sowieso, ich sehe gerade, also, dass er mit Freude das zum 100. Mal von mir gehört hat. Moment. Also, in einer aristotelischen Konzeption ist der Verweis auf etwas, was durch subjektive Wahrnehmung nicht abgedeckt ist, epistemologisch nicht anstößig. Ich möchte nun zweitens darauf hinweisen, dass die Abwertung der Präsenzkomponente, die Abwertung der aristotelischen epistemologischen Konzeption in der frühen Neuzeit einhergegangen ist mit einer Bifurkation in der Topologie des Erkenntnisprozesses, in der Art und Weise, wie man den Erkenntnisprozess beschreibt. Ich denke, es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass das Subjekt-Objekt-Schema, die Implikation der Exzentrizität des Subjekts als Weltbeobachter, die ontologische Differenz zwischen der Selbstreferenz des Menschen Subjekt rein spirituell und Objekt rein substanziell, dass das eine spezifisch neuzeitliche ist, dass das kein Universal ist, also auch nicht transkulturell universal gedacht wird. Ich denke, dass es wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass es historisch spezifisch ist, wenn wir bis heute glauben, dass Wissensprozesse nur durch Aktivität, durch Interpretationsaktivität des Subjekts erreicht werden. In der präsenzdominierten Epistemologie, das ist kein Entweder-Oder, in der Epistemologie, in der Präsenz eine größere Rolle spielt, in der aristotelischen, geht man nicht von dieser Bipolarität Subjekt-Objekt aus, sondern, um Heidegger zu zitieren, von einem in der Welt sein. Es gibt dann keine epistemologische Differenz zwischen der menschlichen Selbstreferenz-Dasein, die immer Räumlichkeit und Körperlichkeit einschließt und der sich umgebenden Vielfalt der Dinge. Und Wissensproduktion kann nicht mehr nur geleistet werden durch Subjekte, sondern durch Tradition und vor allem durch Offenbarung. Wissensproduktion ist nicht mehr nur notwendig, einer an das Subjekt gebunden. Früher und
wie ich von heute aus denke, problematische Konsequenzen dieser Umstellung auf die Topologie der Moderne, auf die Topologie der Sinndominanz, ist das, was ich Cartesianismus nenne, und ich werfe Descartes nichts vor. Das heißt, eine Situation, muss ich ja doch sehen, wie exzentrisch das ist, in der die Ontologie der menschlichen Existenz eine Ontologie ist, die ausschließlich auf dem Bewusstsein beruht. Das ist cogito. Alles, was nicht bewusstseinsorientiert ist, gehört nicht zur Ontologie der menschlichen Existenz. Und es bedeutet zweitens, und auch das scheint mir gerade in einem Land interessant, in der tatsächlich ökologisch-philosophische Gedanken eine große Resonanz gefunden haben, das bedeutet zweitens langfristig, dass durch Akkumulation von subjektzentrierten Interpretationen der Welt Motivationen entstehen, das heißt Vorstellungen von zukünftigen Situationen, die man durch Handeln herbeiführen will und dadurch ein Zwang zur beständigen Transformation der Welt. Vielleicht ein Zwang zur beständigen Zerstörung. Damit komme ich zum zweiten Teil meines Narrativs. Eine erste Krise und Steigerung dieser kartesianischen, sinndominierten Moderne, wie ich sie versucht habe zu beschreiben, liegt in der Emergenz des Beobachters zweiter Ordnung, historisch situiert in dem, was man in Deutschland sagt, Kosellik die Sattelzeit nennt, 1780 bis 1830. Sie können sich nun fragen, warum ich diese Zeit in den nächsten 5 Minuten nicht im Anschluss an Kosellik als Sattelzeit beschreiben möchte und warum ich mir nicht Foucaults großartige Analyse derselben epistemologischen Krise aus Les Mots les Choses, also Krise de la Représentation, zu eigen mache. Das hat zwei Gründe. Ich glaube erstens, dass Kosellik, den ich vielleicht mehr bewundere als irgendeinen deutschen Geisteswissenschaftler der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, mit der Sattelzeit-These, dem Sattelzeit-Begriff, eine geniale hermeneutische Intuition formulierte. Alles, was vor 1780 ist, ist kommentarbedürftig. Und manchmal glauben wir, dass alles, was nach 1830 nicht, kommentarbedürftig sei. Und erliegen damit einem Irrtum. Aber Kosellik sagt eigentlich in der Sattelzeit-Hypothese wenig über das, was in der Zeit zwischen 1780 und 1830 passiert. Nicht, dass es ein Fehler sei, das war nicht seine Intention. Foucaults Beschreibung der Krise der Repräsentation liegt näher bei dem, was ich beschreiben möchte, erlaubt allerdings nicht, zwischen der Krise der Repräsentation einerseits und der Genese des Historismus andererseits, von der Foucault redet, Historisation der Welt, eine Verbindung herzustellen. Und ich glaube, das genau ist möglich, wenn man diese Situation, diese erste Krise, die epistemologische Krise der Moderne, als Emergenz des Beobachters zweiter Ordnung beschreibt. Und zwar so, wissen alle im Lande Luhmanns, ein Beobachter zweiter und weiterer Ordnung ist ein Beobachter, der sich im Akt der Beobachtung selbst beobachtet. Und da muss man sofort die Frage stellen, ist das nicht eine Beschreibung, die koextensiv ist mit dem menschlichen Bewusstsein? Nicht? Die Struktur des menschlichen Bewusstseins setzt immer voraus, dass man sich im Akt der Beobachtung beobachten kann. Worin läge dann die historische Innovation? Und ich glaube, man muss spezifizieren, die Zeit zwischen 1780 und 1830 ist jene Zeit, in der für eine bestimmte Gruppe von Personen, und zwar jene Personen, die sich damals gerne Philosoph nennen und die sich seit einem Jahrhundert später, seit so lange gerne Intellektuelle nennen, die Beobachtung zweiter Ordnung habituell wird. Ein Intellektueller, so wie wir, deswegen sind wir so eigenartig außerhalb der Universitäten, kann die Beobachtung zweiter Ordnung nicht abstellen. Und daraus ergeben sich zwei zunächst als Krise wahrgenommene Konsequenzen. Erste Konsequenz möchte ich nennen den Perspektivismus. Ein Beobachter zweiter Ordnung entdeckt, dass jede Weltaneignung, jedes Wissenselement, jede Repräsentation, die er bilden kann, hätte Foucault gesagt, abhängig ist von seiner Perspektive. Und er entdeckt sehr schnell weiter, das vollzieht sich tatsächlich im Raum von 10 Jahren der Sattelzeit, dass wenn es eine Unendlichkeit von Perspektiven gibt, dass auch eine Unendlichkeit von Wissenselementen oder von Repräsentationen potenziell gegenüber jedem Referenzelement geben muss. Und das führt, denke ich, um 1800, denke Sie an Autoren wie Lichtenberg oder an Autoren wie Friedrich Schlegel, eher Friedrich Schlegel als August Schlegel,
zu dem, was ich einen epistemologischen Horrorvakuum nenne für einen kurzen Moment. Zu der Frage nämlich, ob es denn tatsächlich noch einen Referenten geben kann, wenn es für jeden Referenten eine unendliche Möglichkeit von Repräsentation gibt. Das ist die erste Krise, epistemologische Krise, dieser Perspektivismus, dieser Horrorvakui, der aus der Emergenz, der Habitualisierung des Beobachters zweiter Ordnung entsteht. Zweitens, entdeckt ein Beobachter zweiter Ordnung notwendig und gegen den Strich des in der Moderne dominierenden Kartesianismus, dass es immer zwei Ebenen der Weltaneignung gibt. Das, was die Phänomenologie Erfahrung nennt, Weltaneignung durch Begriffe, das ist modern schon immer gegeben, aber auch mitlaufend und unvermeidlich eine Weltaneignung durch die Sinne. Das, was die Phänomenologie später Wahrnehmung nennt. Und damit stellt sich die Frage, ob Erfahrung und Wahrnehmung im spezifizierten Sinn kompatibel gemacht werden können. Meine Behauptung am Ende dieses vierten Teils ist, dass diese beiden Fragen, wie kommt man mit dem Perspektivismus, dem epistemologischen Horrorvakuum zurecht, und gibt es eine Kompatibilisierung zwischen Wahrnehmung und Erfahrung im beschriebenen Sinne, dass diese Fragen die Tagesordnung, sage ich lieber die Agenda, die intellektuelle Agenda der westlichen Kultur und spezifisch der Geisteswissenschaften bis heute bestimmt haben. Welche Lösungen hat man gefunden? Das ist der fünfte Teil. Sie sehen, es sind nur sieben Teile, aber bald gibt es was zu essen nach so viel Kartesianismus. Was ist die Lösung? Was sind die Lösungen, die zustande gekommen? Im Gegensatz zu dem zweiten Problem, dem Problem der Kompatibilisierung, glaube ich, dass der Perspektivismus eine überaus erfolgreiche Lösung findet. Sie liegt, behaupte ich, in einer Umstellung des dominanten Modus der Weltaneignung von einer spiegelförmigen Weltaneignung. Sagen, für jedes Referenzphänomen muss es eine Beschreibung geben. Das versucht noch die Enzyklopädie von Diderot und D'Alembert. Idealerweise sollte es für jeden Gegenstand eine Beschreibung, eine Couch, eine bildliche Darstellung geben können. Das klappt wahrscheinlich nicht. Ne? Aber die Lösung liegt in einer Umstellung von einer solchen spiegelförmigen Prinzip der Weltaneignung auf ein narratives Prinzip der Welt. Seit dem frühen 19. Jahrhundert muss man die Geschichte der Stadt Köln erzählen, wenn man gefragt wird, was ist Köln? Muss man die Evolutionsgeschichte, was ist ein Wappentier? Wissen Sie, was ein Wappentier ist? Also in Berlin die Evolutionsgeschichte des Bären erzählen und man fragt, was ist ein Bär? Muss man Hegel sein, so die Phänomene des Geistes schreiben? Man gefragt wird, was ist der Geist? Also man kann nur auf komplexe Fragen narrativ antworten. Warum sind die narrativen diskursiven Schemata eine Lösung? Weil ich glaube, dass narrative diskursive Schemata die Fähigkeit haben, die Pluralität von Repräsentationen zu absorbieren, in ein Narrativ zu integrieren und ihr eine Form zu geben. Ich behaupte also, dass der Grund für die Emergenz des Historismus, also der dominanten Form, sich in der Zeit zu befinden, im frühen 19. Jahrhundert, das, was Foucault l'historisation des êtres genannte, im frühen 19. Jahrhundert, die Lösung des Problems des Perspektivismus ist. Eine Lösung, die zwischen dem frühen 19. Jahrhundert und dem mittleren 20. Jahrhundert so erfolgreich war, dass wir sie lange Zeit mit Zeit an sich verwechselt haben. Lange Zeit haben wir gedacht, was spezifisch am Historismus ist, sei Geschichte, sei Zeit an sich. Und man kann ja sagen, das ist ein großer Teil, wenn ich das ganze Lebenswerk von Reinhard Koselleck war, den Historismus gegen den Strich dieser Absolutsetzung wieder zu historisieren. Was wäre dann am Historismus historisch spezifisch? Lassen Sie mich das ganz kurz unter fünf Perspektiven erwähnen. Zum Ersten, dass im Historismus im Gegensatz zu anderen Konstruktionen der Zeit, im Gegensatz zu anderen Chronotopen, sich die menschliche Selbstreferenz bewegt. Wir bewegen uns durch die Geschichte, das war nicht immer so. Zum Beispiel im mittelalterlichen Chronotop bewegen sich die Zeithorizonte. Zweitens, dass es im Chronotop des Historismus keine Ausnahme gegenüber der Veränderung in der Zeit gibt. Zeit ist ein absolutes Agens der Veränderung. Das ist interessant am Nachhaltigkeitskonzept. Morphomata, was sich dagegen zu stellen scheint. Drittens, dass man davon ausgeht,
dass man beständig durch die Zeit sich bewegen, Vergangenheit hinter sich lässt, wodurch der Erfahrungswert der Vergangenheit mit wachsender Distanz abnimmt. Drittens, dass man davon ausgeht, dass man sich beständig in eine offene Zukunft der Möglichkeiten hineinbewegt, aus denen man wählen kann. Und fünftens und letztens in meiner Beschreibung, dass man davon ausgeht, dass zwischen dieser Vergangenheit, die man beständig hinter sich lässt, und jener Zukunft, die man beständig eintritt, die Gegenwart geschrumpft ist, wie es Baudelaire in Carpe de la Vie moderne beschreibt, zu einem nicht mehr wahrnehmbar kurzen Moment des Übergangs. Und an dieser Stelle, denn bisher habe ich eigentlich nur Koselleck resümiert, möchte ich zu Koselleck's Beschreibung hinzufügen. Ich glaube, dass diese unwahrnehmbar kurze Gegenwart des Übergangs über 150 Jahre das epistemologische Habitat des kartesianischen Subjekts war. Und zwar der Gestalt, dass unsere Selbstreferenz, das kartesianische Subjekt, Erfahrungen der Vergangenheit an die Gegenwart anpassen, in dieser kurzen Gegenwart aus den Möglichkeiten der Zukunft ausbilden. Das war unsere dominante Selbstreferenz. Und das genau entspricht der Konzeption des Handelns, zum Beispiel bei Max Weber oder bei Durkheim. Also, noch einmal, ich glaube, dass über lange Zeit das Problem des Perspektivismus, das erste Problem, was aus der Emergenz des Beobachters zweiter Ordnung entstanden war, eine Lösung gefunden hatte, die so erfolgreich war, dass man nicht sah, dass es eine historisch-spezifische Lösung war. Man glaubte, der Historismus sei Zeit an sich oder das Verhältnis des Historismus zur Vergangenheit sei Geschichte an sich. Das andere Problem hingegen, das Problem der Kompatibilisierung zwischen Wahrnehmung und Erfahrung, hat bis heute eigentlich keine je konsensuelle Lösung gefunden. Natürlich hat man lange im 19. Jahrhundert an einer solchen Lösung gearbeitet. Denken Sie zum Beispiel an die symbolistische Dichtung, das berühmte Gedicht von Rimbaud, in dem versucht wird, den Farben Wahrnehmung Bedeutung zu beschreiben. Aber letztlich ist dieses Gedicht ein Kuriosum. Denken Sie an den Willen zur Programmmusik, die Wahrnehmung der Musik mit Bedeutung zu fusionieren. Aber ich denke, auch das ist Episode geblieben bei der Größe der Musik von Richard Wagner oder von Schumann. Denken Sie an die Philosophen des 19. Jahrhunderts, die wir heute besonders bewundern. Wie etwa Henri Bergson, der ein Buch schreiben wollte über Mémoire und Matière. Also Mémoire auf der einen Seite mit Matière auf der anderen Seite zusammenbringen wollte. Ich denke, das Thema der Memoria wird immer zentral in diesem Versuch verbinden. Denken Sie an Nietzsche, der als Philologe, der Philologe Nietzsche, Oberfläche und Bedeutung, Textoberfläche und Bedeutung zusammenbringen wollte. Oder denken Sie an den frühen Sigmund Freud, den Sigmund Freud vor der Traumdeutung, die 1900 veröffentlicht worden ist, der verzweifelt geradezu versucht, auf der einen Seite Anatomie und Physiologie, er wollte ja eigentlich Professor für Medizin in Wien werden, mit der Metapsychologie zusammenzubringen. Und das gelingt. Es ist interessant, dass jene Denker und Philosophen des späten 19. Jahrhunderts, die unsere Helden heute sind, diejenigen sind, die sich abarbeiten an dieser Kompatibilisierung, dass es aber zugleich mit der einen Ausnahme Bergson diejenigen sind, die im institutionellen akademischen System ihrer Zeit nicht erfolgreich waren. Und warum waren sie nicht erfolgreich im institutionellen akademischen System ihrer Zeit? Weil ich glaube, dass in Reaktion auf die Unlösbarkeit dieses Problems, Kompatibilisierung von Wahrnehmung und Erfahrung, genau diese Bifurkation zwischen Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts sich vollzieht. Das ist übrigens sehr interessant, meine eigene Universität Stanford hat ihr erstes Studienjahr 1890-91 gehabt und wir haben seither bis heute eine School of Humanities and Sciences, also Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften in einer Institution. Und Leland Stanford und sein erster Rektor, ein Theologe, waren absolut darauf erpicht, dem deutschen Modell zu folgen. Ich bin überzeugt, wenn Stanford 1905 gegründet wäre, hätten wir nie eine School of Humanities and Sciences, was wir heute sehr aufregend finden, unter einem institutionellen Dach. Allerdings erfolgt die Trennung zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften nicht so, das wäre naiv, dass sich die Naturwissenschaft mit Wahrnehmung und die Geisteswissenschaft mit Erfahrung beschäftigen. Nein, die Trennung
trennungsasymmetrische. Naturwissenschaften beschäftigen sich bis heute mit jeglichem intentionalen Objekt und bearbeiten jegliches intentionale Objekt, soweit es geht, mathematisch. Während und darin liegt die Asymmetrie, die Geisteswissenschaften ihre Objekte nicht nur mit Begriffen bearbeiten, sondern in der Weite, im Horizont dessen, was sie bearbeiten, auf begrifflich Konstituiertes beschränkt sind. Das heißt, der Horizont dessen, was den Geisteswissenschaften zugewiesen wird, ist weit enger als der Horizont dessen an Objektbereichen, das den Naturwissenschaften zugewiesen wird. Was sind die Konsequenzen aus dieser Trennung? Ich denke, die Konsequenz ist erstens und vor allem ein Geburtstrauma der Geisteswissenschaften durch diese Veränderung des Objektbereichs. Ich glaube, dass die Geisteswissenschaften seit ihrer Gründung, vielleicht der einzige, der da nicht partizipiert ist, der Gründer Dinthal, an dem Trauma des Weltverlusts, ich zitiere den frühen Georg Lukács, das ich noch von Lukács stimmen kann, 1914, ein Trauma des Weltverlusts war. Wir glauben immer, wir müssen dem SPD-Kreisverband beitreten oder Fußball spielen oder über Gastronomie schreiben, weil wir so viel Welt verloren haben gegenüber den Naturwissenschaften. Also es gibt ein Geburtstrauma der Geisteswissenschaften, was immer drängt auf Konkretisation. Zweite Konsequenz, es gibt seither eine Kritik seitens der Geisteswissenschaften an den Naturwissenschaften, die, wie ich meine, am komplexesten und überzeugendsten Heidegger in seinem Aufsatz aus den 30er Jahren zeigt, also des Wendens der Kritik der modernen Naturwissenschaft formuliert hat. Heidegger sagt, statt das Problem der wachsenden Distanz zwischen Subjekt und Objekt zu lösen, das war die Versprechen der Naturwissenschaften, ist die Distanz nie größer gewesen, weil, und darauf bezieht er sich ein Weltbild, zwischen Subjekt und Objekt durch die Naturwissenschaften ein Vorhang der Mathematisierung tritt. Und wir verwechseln diesen Vorhang der mathematisierten Welt mit Natur an sich. Wir behandeln Naturwissenschaften nur das, was sich mathematisch bearbeiten lässt und verlieren daher ein sinnliches, ein unmittelbares Verhältnis zur Welt der Dinge. Dritte Folge. Das Geburtstrauma der Geisteswissenschaften, Weltverlust. Und das berechnet es noch nicht, aber ich denke, es hat sozusagen als Geburtstrauma eine starke Wirkung gehabt, motiviert vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach 1950 einen beständigen, geradezu hektischen Wandel der dominanten Paradigmen in den Geisteswissenschaften, nicht nur in meiner Literaturwissenschaft, in meiner Wissenschaft der Literaturwissenschaft. Wenn man sagen kann, dass man in Mitte des 20. Jahrhunderts auch in Reaktion auf die Exzesse der Ideologien kommunistischerseits und nationalsozialistischerseits mit einer Phase der Hermeneutisierung reagiert, mit einer Phase des New Criticism, der immanenten Interpretation, so reagiert darauf seit den späten 50er Jahren dieses Geburtstrauma, man muss mehr Welt akquirieren, durch Strukturalismus, durch Rezeptionsästhetik, durch Formalismus, durch Neomarxismus, alles Disziplinen oder intellektuelle Stile, die versprechen, mehr Welt einzubringen. Darauf reagieren die Geisteswissenschaften wiederum auf diese Phase der Konkretisierung, der Weltakquirierung, mit einer Phase extremer Hermeneutisierung, und das scheint mir die Phase der Dekonstruktion zu sein, wenn Sie mir das so spät am Abend gestatten, das ist die total überdrehte Hermeneutik, nicht nur die normale überdrehte Hermeneutik, der Dekonstruktion und des Neo-Historicism. Also Neo-Historicism, die Geschichte soll sich nicht mehr um Referenten kümmern, nein, es geht nur noch um Erzählung. Darauf reagiert man wiederum mit einer Weltakquirierung. Medienwissenschaft, Cultural Studies, die, wenn sie aus dem UK kommen, ja immer ganz starke Komponenten haben. Darauf wiederum eine Phase der Hermeneutik, Identity Studies, Gender Studies, Cultural Studies. Und dann, ich behaupte, dass wir in den Geisteswissenschaften nach dieser hektischen, aber intellektuell faszinierenden Zeit beständiger Paradigmenwechsel und seit den 90er Jahren in der Phase der Stagnation befinden. Wir haben all diese Möglichkeiten, all diese epistemologischen Stile oder Moden, und gegen Moden ist ja gar nichts zu sagen, sozusagen zuhanden heute. Aber ich denke, es hat seit mittlerweile guten 15 Jahren keine aufregende Innovation mehr gegeben, provozierende aufregende Innovation, so wie
in den mittleren 60er Jahren ein Neomarxismus oder die Rezeptionsästhetik, sowie die Dekonstruktion der Neohistoricism zu ihrer Zeit, ob man die gemocht hat oder nicht, aber waren als Provokation intellektuell immer provokativ und das haben wir nicht mehr. Wir sind ganz gewiss, und das ist keine Kritik an irgendjemand, in dieser Hinsicht plötzlich in einer Phase der Stagnation. Und mein sechster und letzter historischer Teil befasst sich mit der Frage, wie lässt sich diese Stagnation erklären und wird zu einer Symptomatologie unserer Gegenwart 2009 führen. Meine These heißt für diesen sechsten und vorletzten Teil, dass diese Stagnation ein Symptom für den Kollaps des historistischen Weltbilds, des historistischen Chronotops ist. Ein Kollaps, den wir bis heute nicht wahrgenommen haben, weil wir in einer vielleicht natürlichen intellektuellen und epistemologischen Trägheit, und ich meine Trägheit nicht im Sinn von Faulheit, sondern im Sinn von Inertia, bis heute weiter das historistische Vokabular reproduzieren, obwohl wir nicht mehr daran glauben. Wann genau, glaube ich, hat sich dieser Wandel vollzogen? Meine These wäre im dritten Viertel des 20. Jahrhunderts, in jener Zeit, als wir alle so eigenartig fasziniert waren von der Frage, ob wir in der Moderne noch oder schon in der Postmoderne leben. Aber ich glaube nicht, dass das Ende des Historismus gleichzusetzen wäre mit einem Triumph der Postmoderne. Postmoderne interessiert eigentlich niemand mehr heute, sondern entscheidend war eine Beobachtung, die man zum Beispiel in Jean-François Lyotards sonst gar nicht besonders interessanter Programmschrift La Condition Postmoderne oder in dem Buch meines Stanforder Kollegen Hayden White, The Metal History, findet. Nämlich die Kritik an den Grand Récit. Es ist genau jener Moment, wo die Frage gestellt wird, ob das, was die Lösung des Perspektivismus gewesen zu sein schien im frühen 19. Jahrhundert, nämlich Absorption einer Pluralität von Perspektiven durch Narration, wirklich eine Lösung war. Kann man nicht auch eine Unendlichkeit von Geschichten Frankreichs erzählen oder eine Unendlichkeit der Evolutionsgeschichten des Hundes oder eine Unendlichkeit von Phänomenologien des Geistes sozusagen? Das bedeutet, genau diese Frage bedeutet, dass das zentrale Element, das zentrale Fundament des Historismus außer Kraft gesetzt war. Und ich denke, daraus lässt sich assoziieren, dass wir heute absolut nicht mehr funktionieren, leben, uns verhalten unter den temporalen Prämissen des Historismus. Wir lassen heute Vergangenheit nicht mehr hinter uns. Wir sind unfähig geworden, Vergangenheit abzuschalten. Man könnte vielleicht sagen, im Land der Aßmanns, dass Memoria-Kultur keine Tugend, sondern eine neurotische kulturelle Schwäche ist. Wir können nichts mehr hinter uns lassen. Wir bewegen uns nicht mehr in eine offene Zukunft hinein. Die Zukunft bewegt sich auf uns zu als bedrohende Zukunft. Denken Sie an die erfolgreiche und begründete Rhetorik von Al Gore über Global Warming. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir können uns vielleicht etwas Zeit noch erkaufen, bis das kommt. Aber das ist keine offene Zukunft, die wir wählen. Und zwischen dieser Gegenwart, die wir nicht mehr hinter uns lassen können, und zwischen dieser Zukunft, die als Bedrohung auf uns zukommt, ist die Gegenwart eben nicht mehr jener baudelaire'sche, unwahrnehmbar kurze Moment des Übergangs, sondern eine sich beständig verbreiternde Gegenwart der Simultanitäten. Ich glaube, die Zeit beschleunigt sich nicht mehr heute. Eine sich verbreiternde Gegenwart der Simultanitäten, in der alles und jedes beständig zu handeln ist. Und wenn es richtig ist, dass jede Gegenwart des Übergangs das epistemologische Habitat des kartesianischen Subjekts war, dann kann diese breite Gegenwart nicht mehr assoziiert werden mit einem kartesianischen Subjekt. Und darin scheint mir der historische und epistemologische Grund zu liegen, warum wir seit einigen Jahrzehnten an einer Reformulierung der Selbstreferenz bemüht sind, an einer Reformulierung unserer Selbstreferenz arbeiten, die das Soma einschließen soll. In diesem Kontext, und ich denke, jetzt kann ich sozusagen komplexer begründen, was ich einleitend thesenhaft formuliert habe, in diesem Kontext scheint mir das Reformata-Konzept eine doppelte und hohe Legitimität zu haben. Denn es konzentriert sich nach dem Ende des Historismus eben nicht auf Transformation,
und Metamorphose, sondern auf Nachhaltigkeit. Darin scheint mir eine bedeutsame Assoziation zu liegen. Und es konzentriert sich in jenem Moment auf materialisierte, auf verkörperte Form, nicht auf Form im Sinne von begrifflicher Unterscheidung, wo das genau einer neuen Selbstreferenz, einer neuen selbstmenschlichen Selbstreferenz entsprechen würde, an der wir noch arbeiten. An einer Selbstreferenz, der so mal wieder die Körperlichkeit wieder anschließt. Das wäre ein guter Moment, meine Damen und Herren, um wirklich abzuschließen. Aber Sie erinnern sich vielleicht noch, ich möchte Ihnen noch einen siebten Teil zumuten. Nach Englisch würde man jetzt sagen, bear with me. Es gibt ganz bald Buffet. Die Frage, die ich abschließend stellen möchte, ist keine Frage, kein letztes Kapitel meiner Geschichte, die rhetorisch und nicht hegelianisch gemeint war. Es ist die Frage, was der Gewinn von Forschung nach dem Morphomata-Konzept für die Gesellschaft sein kann, die ja vor allem in ihrem Fall eines fast ausschließlich staatlichen Universitätssystems für die Finanzierung ausschließlich verantwortlich ist. Was kann sozusagen außer der Exzellenzhektik, also Köln ist schlecht weggekommen bei der Exzellenzinitiative, deshalb braucht man einen Forschungsbericht, das ist ja auch schön, und dazu gratuliere ich euch herzlich, aber was kann eigentlich der Gewinn dieser Forschung sein? Meine Standardantwort für die Geisteswissenschaften auf diese Frage liegt in dem Verweis auf das, was ich gerne riskantes Denken nenne. Die Geisteswissenschaften, meine ich, sollen sich objektiv solche Chancen des Denkens suchen, nutzen und in, und ich meine das positiv, in ihrem Elfenbeinturm realisieren, deren Durchführung außerhalb des Elfenbeinturms zu riskant ist. Weil es doch schon spät ist, möchte ich das anhand eines Beispiels aus der medizinischen Forschung kurz illustrieren. Man könnte auch geisteswissenschaftliche Beispiele finden. Wir alle sind daran interessiert, aus persönlichem wie kollektivem Interesse, zum Beispiel, dass die medizinische Forschung fortschreitet. Aber wenn nach der Verzehrung des Buffets Günter Blamberger oder ich in die Kölner Uniklinik eingeliefert werden mit Peritonitis und bevor die Narkose zuschlägt, der Operateur sagt, Herr Blamberger, ich beglückwünsche Sie ganz herzlich, ich werde bei dieser Operation zum ersten Mal einen neuen Zugang zum Blinddarm ausprobieren, würde uns das nicht gefallen. Das wäre genau ein Risiko, was im Alltag nicht zu integrieren ist und deswegen braucht man medizinische Grundlagenforschung. Wir können sich alle die Äquivalente für geisteswissenschaftliche Forschung ausdenken. Die gibt es durchaus auch, aber das Beispiel, das mein Lieblingsbeispiel ist, das mit Derrida und Heidegger und Siegen möchte ich heute nicht noch einmal reproduzieren. Ich denke, dass die Konzentration auf verkörperte Formen und nachhaltige Formen, so wie Sie sie in dem Morphomata-Konzept vorschlagen, riskant ist, genau in diesem Sinn riskant ist, in einem Alltag, in dem wir kartesianischer geworden sind, als ich Descartes je hätte vorstellen. In einem Alltag, in dem sich mittlerweile auch die meisten früher proletarischen Berufe vollziehen, in einer tagelangen Fusion zwischen Software und Bewusstsein. Zwischen Software und Bewusstsein zu leben, sind wir heute verdammt. Und sich in diesem Kontext auf Nachhaltigkeit zu konzentrieren und verkörperte Form ist schon immer, auch wenn das programmatisch noch nicht gesagt ist, eine reflexive Bewegung hin auf Rational Re-Enchantment, im Hinblick auf die Frage, wie viel sind wir zu weit gegangen im Prozess der Moderne. Das wäre eine Antwort. Ich glaube, dass in diesem Sinn Beitrag zu Rational Re-Enchantment, Beitrag zu einer begründeten Kritik am Prozess der Moderne, das Morphomata-Konzept eine hohe Praxisrelevanz, potenzielle Praxisrelevanz, paradoxalerweise aus dem Elfenbeinturm heraus haben kann. Aber vielleicht wäre es gut, wenn ich Ihnen auch wissenschaftspolitisch am Ende eine Empfehlung zum Risiko geben würde, eine Empfehlung zum Risiko dieser enorm hektischen Atmosphäre der Deutschen Akademischen Exzellenzinitiative. Also es geht um ein wissenschaftspolitisches Risiko. Wenn es eine Dimension gibt, in der wir in den Vereinigten Staaten
Vorsprung vor Deutschland haben, dann ist es sicherlich die Finanzierung. Wenn ich meinem Universitätspräsidenten die Einrichtung eines Sonderforschungsbereiches oder eines Morphomata-Forschungspolitik vorschlagen würde angesichts der finanziellen Implikationen, würde mich sofort in die psychiatrische Not überweisen. Also so viel Geld gibt man in den USA für die Geisteswissenschaften nicht aus. Aber lassen Sie mich eine Anekdote erzählen. Ich werde irgendwann im nächsten Jahrzehnt, und wir haben ja in den Vereinigten Staaten das Privileg, über den Zeitpunkt selbst entscheiden zu können, meine Emeritierung in Stanford beantragen. Und ich werde wahrscheinlich emeritiert werden, das ist mehr als wahrscheinlich, das ist gewiss, ohne dass ich je in meinem Leben Dekan gewesen bin. Darauf bin ich angesichts der Tatsache, dass es sicher ein fataler und schlechter Dekan gewesen wäre, eigentlich stolz, aber manchmal denke ich mir, warum hat mich denn verdammt nochmal, ich habe in meinem ganzen Leben in Deutschland bei Dekanatswahl nur eine Stimme gekriegt, und das war meine eigene, weil ich testen wollte, in Bochum, wann gegen mich manipuliert, und ich habe mich gefragt, warum hat mein Präsident in Stanford, John Hennessy, an den Geisteswissenschaften sehr geneigte Computer Scientist, der übrigens das Grundprogramm von Nintendo geschrieben hat, was ja für die Sportfans sehr belangvoll ist, warum hat mich John Hennessy nie gefragt, ob ich denn Dekan werden will. Und so habe ich ihn neulich auf einer Party gefragt, hier, John, I think you have an answer, but why did you guys never ask me to be Dean? Und darauf hat er mich mit einer freundlichen Naivität, wie sie nur Computer Scientists haben können, angeschaut und gesagt, but Seth, I'm here to protect your time and productivity. Take your time. Und das möchte ich Ihnen empfehlen. Angesichts der deutschen Exzellenzhektik im Morphomata-Kolleg sich Zeit zu nehmen. Zeit für individuelle Kontemplation und für Konversation. Auch deshalb, weil der vorhin schon erwähnte Jean-François Lyotard, denke ich, zu Recht gesagt hat, die einzige Möglichkeit, die uns Intellektuellen heute verbleibt, revolutionär zu sein, ist uns Zeit zu nehmen für Projekte, deren praktischen Wert wir nicht genau definieren können. Take your time. Vielen Dank.